wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und ich möchte heute schon mal ein bisschen mit dir mit den neuen in Color basteln. Und zwar habe ich diese Karte gestaltet, wo ich diesen Hintergrund mit Streifen gemacht habe. Und das möchte ich dir jetzt in diesem kleinen Video zeigen. Ich habe hier die wundervollen Gräser und Stanzformen aus dem Set Wiesenruhe benutzt, das du im neuen Hauptkatalog findest. Habe ich mich ja gleich von Anfang an verguckt in dieses Set. Ich hatte hier auch schon so Anhänger damit gemacht. Ich finde die Zweige einfach zauberhaft. Aber mehr dazu ein anderes Mal. Heute geht es um diese Karte. Und da arbeiten wir mit den Klebebögen. Ich weiß nicht, ob du die im Katalog schon mal entdeckt hast. Die sind super toll, weil man damit wirklich toll flächig kleben kann. Auch gerade so filigrane Sachen. Aber man kann auch solche Spielereien damit machen. Genau, los geht's auch schon. Und zwar habe ich mir ein Stück Grundweiß zugeschnitten in 10 x 14,4 cm. Und das wollen wir jetzt einmal mit dem Klebebogen versehen. 10 mal 14,4, das schneide ich mir genau in der Größe zurecht. Und dann nehme ich mir diese super klebrigen Kleber. Also das ist wirklich super klebrig. Du siehst, da bleibt man immer mal ein bisschen hängen. Und befestige mir den auf meinem Grundweiß. Wir hatten sowas früher auch schon mal im Programm, da war das aber so ganz flächig klebend. Und das war wirklich ein bisschen schwer zu verarbeiten. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, dass so ein Bogen immer in 3 Teile geteilt ist und dann kannst du das da wesentlich besser mit umgehen. Das heißt, ich klebe mir das hier einmal rauf und jetzt, na, habe ich meinen Computer nicht auf leise gestellt. Hoffentlich kommen jetzt nicht so viele E-Mails. So, dann nehme ich mir hier die neuen Incolor und mache mir jeweils einen Streifen in 1 cm, 1,5 und 2 cm. Aus allen 3 Farben. Hier haben wir das Fresienlila, Lodengrün. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Grün. Ich bin nicht so ein Fan von Moosgrün. Mag ich irgendwie nicht, ist mir zu duster. Und das hier ist wirklich ein richtig schönes Dunkelgrün. Und in dem Celadon, das ist ja Sukkulentengrün auf Englisch. Da habe ich tatsächlich ein paar Oberteile, weil ich das, ja, das ist ein sehr, sehr schönes, kühles Grün, das auch gut für uns Blondinen geeignet ist. Papaya, mal ein ganz anderer Orangeton. Ich glaube, wir hatten schon mal so ein Pfirsichgelb, das erinnert mich so ein bisschen daran. Aber ist auch eine sehr schöne Farbe. Und jetzt kommt natürlich der absolute Mädchentraum, Bonbonrosa. Könnt ihr euch vorstellen, dass Charlotte diese Farbe sehr gerne mag. Und ich mag sie auch. Gerade auch wieder in Kombination mit strahlendem Weiß oder Schwarz mag ich die Farbe besonders gerne. So, jetzt haben wir ordentlich Streifen gemacht. Jetzt ziehen wir uns hier einmal die Schutzfolie ab. Und übrig bleibt dann ein flächig klebendes Stück Papier. Und die Folie klebt an meinem Finger. So, jetzt fangen wir hier einmal an und kleben einmal diagonal so einen Streifen auf. Du kannst mit einer Farbe deiner Wahl anfangen. Und dann kommt als nächstes irgendwie ein schmaler Streifen. Und den kleben wir da einfach bündig dran. Schön dran setzen, bevor du es festklebst. Dann nehmen wir mal so einen mittelbreiten Streifen. Und vielleicht wieder ein schmaler. Und als Abschluss muss man immer ein bisschen gucken, was man da für einen Streifen nimmt, damit das auch passt mit der Ecke. Das passt in dem Fall. Und jetzt machst du in die andere Richtung weiter.
drehe mir das um, dann kann ich irgendwie besser arbeiten. So. Frisier haben wir irgendwie noch gar nicht so viel, ne? So, da kommt dann noch mal Papaya neben. Ein Streifen Celadon. Celadon, wie auch immer das richtig ausgesprochen wird. Das ist aber eine schöne Farbe. So, die sind jetzt vermutlich zu schmal. Ja, dann schließen wir hier einmal mit dem Lila ab. Jetzt haben wir erstmal ein gestreiftes Stück Papier, was ja auch durchaus hübsch ist. Und nun schneiden wir die Reste ab. Und zwar beim ersten Schnitt müssen wir so ein bisschen Augenmaß machen und das Ganze so in die Schneidekante einlegen. Und ab dann kann man ja wieder bündig oben anlegen und da auch wieder so ein bisschen nach Augenmaß schneiden. Aber so kriegen wir ja hier den rechten Winkel da rein. Und mit dem Überschuss, den braucht man tatsächlich ja nicht wegschmeißen, sondern da kann man noch mal gucken, ob man da irgendwie noch was draus werkeln kann. So, jetzt haben wir unseren Hintergrund schon fertig. Und der sieht wieder ganz anders aus als der vorige, finde ich. Das Ganze kleben wir jetzt einmal auf ein Stück Grundweiß, das ein bisschen breiter ist. Und zwar einfach nur 2 mm. Ich habe 10,2 x 14,6 gemacht. Mittig kleben, ne? Das ist ja was für mich. So, und diesmal kommt es auf ein Stück Papier in Bonbonrosa. Dann sieht der Kontrast nämlich gleich ganz anders aus. Und eine von den Stanzformen habe ich mir schon mal ausgestanzt, auch auf die Folie. Das möchte ich jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar habe ich hier auch wieder ein Stück Papier mit der Folie versehen. Und du kannst das dann ganz einfach mit der Stanzform durch die Big Shot, nein, durch die Stanz- und Prägemaschine jagen. Passt das hier rauf quer? Ja. Und diese Stücke Papier bewahre ich mir immer auf für die kleinsten Teile, die man so aufkleben möchte. Da kann man ja noch jede Menge draus ausstanzen. Schmetterlinge, kleine Blümchen. Und dann hat man sie ganz flächig kleben. Einmal hin, einmal zurück. Und dann kannst du dir das hier einmal mit Hilfe einer Pinzette, die ich wieder mal nicht finde. Mein Gott, jetzt ist mein Tisch hier heute so aufgeräumt und ich finde meine Pinzette trotzdem nicht. Dann, da ist sie doch. So. Hole ich das einmal hier aus der Stanzform raus. Und dann sind nur noch so ein paar Reste in der Stanzform. Also das lässt sich wirklich gut rauslösen. Und trotz der Dicke, dass da jetzt ja auch diese Klebefolie drunter ist, kann man das trotzdem gut lösen. Und jetzt kannst du hier nämlich einfach die Folie von dem Klebeblatt lösen und kannst diesen Zweig einmal flächig aufkleben, ohne dass die Klebe rausläuft, ohne dass du klebrige Pfoten hast. Und das Gleiche können wir hier auch noch mal machen. Du kannst sehr gut sehen, wo das Blatt geteilt ist. Und da kann man das immer gut ablösen. So, das noch einmal drauf. Und das Etikett habe ich schon fertig gemacht. In weiß embossed. Und das kommt da jetzt nur einmal vorne drauf. Jetzt haben wir einmal als Kontrast
die Karte in Lodengrün und einmal in Bonbonrosa. Ich finde sie beide schön. Ich kann gar nicht sagen, welche ich jetzt schöner finde. Ja, jetzt habe ich dir so ein bisschen gezeigt, wie wir mit der Klebefolie arbeiten können. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Lass mir gerne ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up-Ware bei mir bestellst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald.